Warum glaubst du, bist du für den Musikautorenpreis nominiert worden? Das ist ganz schwer einzuschätzen. Meistens machen ja einen die Filme bekannter als die Musiken. Und deswegen denke ich, es gibt halt einige Filme, die ich gemacht habe, die einfach bekannt sind und erfolgreich geworden sind. Damit wächst man mit. Vielleicht ein bisschen mein melodisches Konzept, das ich immer habe. Also ich bin jetzt weniger so der ganz moderne Komponist, sondern komme noch so aus der Ecke, beeinflusst von Morricone und Williams. Und ich könnte mir vorstellen, dass so dieses Melodische, was sozusagen eine starke dramaturgische Aussage hat dann im Film, dass das vielleicht so, dass das auffällt und dass das die Leute mögen und dass das vielleicht auch die Jury sich dafür entschieden hat, zu sagen, okay, wir wählen diesen Komponisten aus, also für diese Nominierung. Es könnte sein. Aber sonst ist das schwer einzuschätzen, weil es gibt so viele gute Kollegen und wir sind eine große Runde hier. Ja, und eigentlich ist das ja ein Preis fürs Lebenswerk und so alt bist du ja auch wieder nicht. Ja, also ich glaube, ein Preis fürs Lebenswerk ist es nicht, weil es gibt ja auch Komponisten. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, gesehen, da war jemand nominiert, der war relativ jung, also glaube ich, das war 30 oder 35, so im Bereich Filmmusik. Ich glaube, es ist mehr ein Preis, dass man für eine gewisse Zeit, ob man jetzt länger schon dabei ist oder kürzer, im Positiven sehr auffällt, dass man wirklich was leistet in dieser Zeit. Also es geht nicht nur darum, einen Film zu machen und man ist nominiert. Man muss schon was tun dafür. Und das finde ich halt das Schöne an diesem Preis, dass man da nicht einzeln für etwas nominiert wird, sondern dass so ein gewisses Schaffen hat, egal wie lang das ist, ja. Du hast 2003 die Musik für das Wunder von Bern komponiert, aber nicht für das Musical, das verstehe ich nicht. Ich bin kein Musical-Komponist. Also das ist nicht mein Ding. Ich gehe ganz gern ab und zu mal mit dem Musical ins Musical, meistens in Berlin, wenn ich mit meiner Frau hier bin. Aber ich bin nicht so ein Musical-Fan. Und Musical ist musikalisch halt ganz was anderes. Da wird alles sehr betont und das alles sehr auf Theater. Ich würde lieber reduziert schreiben müssen, schreiben. Ich möchte lieber reduziert schreiben. Das ist halt im Musical eigentlich weniger möglich. Wurdest du gefragt, ob du die Musik schreiben willst? Nein, ich wurde auch gar nicht gefragt. Du pendelst zwischen Kino und Fernsehen hin und her, schreibst auch Musik für Serien. Wo fühlst du dich mehr zu Hause? In beidem. Also in beiden. Es gibt wunderbare Fernsehfilme, es gibt ganz wunderbare Kinofilme. Vielleicht macht natürlich Kino am Ende des Tages ein bisschen mehr Spaß, weil man kann noch ein bisschen mehr ausprobieren, man hat ein bisschen mehr Zeit, um die Musik zu realisieren. Ist beim Fernsehen oft nicht möglich. Da muss man schnell und effektiv sein. Ich mag aber beides. Also ich würde weder das eine noch das andere, also ich würde nichts missen wollen. Ich würde gerne immer beides machen wollen, ja. Hier in Berlin fand im Februar der Nordische Filmmusiktag statt. Einer der Redner sagte, man sollte sich mehr anstrengen, um neue Töne zu finden, weil alle Komponisten die gleichen Soundlibraries verwenden. Alles klingt gleich. Was ist deine Meinung dazu? Das stimmt leider. Also gerade in der letzten Zeit hat sich das massiv verstärkt, dass man einfach nach Amerika guckt oder zu den großen Filmen, wo meistens immer, ich sag mal, so eine Blockbuster-Musik geschrieben wird. Und die klingt oft einfach sehr ähnlich. Es ist meistens großes Orchester, Bläser, Percussion, Drums. Und die Redakteure und die Produzenten lassen sich gern verleiten zu sagen, sowas möchte ich auch auf meinem Film. Der Druck ist natürlich hoch, dann sowas schreiben zu müssen. Aber ich denke, die persönliche Note ist schon möglich, indem man vielleicht einfach dem Produzenten und dem Regisseur sagt, ja, das gefällt mir sehr gut, aber ich habe hier mal einen anderen Vorschlag. Bei Pepsin zum Beispiel war das so und bei Wunder von Bern. Ich erinnere mich, Wunder von Bern hatte damals Musik von Hans Zimmer und die Musik klingt alles andere als Hans Zimmer. Also ich glaube, es liegt natürlich an uns, dass wir uns lernen, hier noch stärker und besser durchzusetzen, zu sagen, Musik braucht schon eine gewisse Individualität. Aber es macht es nicht einfacher, wenn man die großen Komponisten ständig vor der Nase hat, die einen aufgedrückt werden, so schreiben zu müssen oder zu wollen. Hast du daraufhin deine eigene Soundlibrary Ethno World 6 herausgebracht?
Nein, das habe ich überhaupt nicht. Also Ethnoworld ist entstanden eigentlich aus einer ganz anderen Situation heraus. Zum einen war es so, dass ich in der Zeit keinen Job hatte. Also hatte ich mir überlegt, was könnte ich auch noch anderes machen. Das andere ist, dass ich einen Film hatte, damals für RTL, einen Krimi, wo der Regisseur eine Saz haben wollte. Das ist eine türkische Gitarre. Und ich hatte eine zu Hause, konnte die aber nicht spielen, konnte auch keinen Musiker finden in der kurzen Zeit, das zu produzieren. Und dann hatte ich damals Ton für Ton aufgenommen, gesampelt und über Tastatur, weil Tastatur kann ich ja spielen, das Instrument eingespielt. Bis heute weiß der Regisseur nicht, dass das kein Live-Instrument war. Und daraus ist eigentlich dann Ethnoworld entstanden. Aus Wie heißt der Film? Das war der Film, der hatte auch einen ganz furchtbaren Namen, der hieß Der Plastiktütenmörder. Also RTL hatte ja damals eine ganz furchtbare Zeit mit ganz schrecklichen Titeln und ich glaube, der Film war auch war ein Flop. Du hast 2015 die Musik zu einem Horrorfilm komponiert. Ich glaube, das ist etwas, was du nicht so oft machst, extrem selten. Wie bist du dazu gekommen? Also extrem selten mache ich das, weil einfach das Genre in Deutschland nicht gefördert wird. Wir fangen ja immer mit den Filmförderungen an und die fördern alles Mögliche, aber kein Genrefilm, kein Fantasyfilm, kein Science-Fiction und schon gar nicht Horrorfilme. Wenn man bedenkt, Horrorfilme sind in Amerika und in Deutschland immer auf den ersten Plätzen, wenn sie im Kino starten am Donnerstag. Also ich verstehe das nicht. Paul Hills, der Regisseur dazu, den lernte ich 2005 über eine deutsch-englisch-amerikanische Koproduktion kennen. Der Film hieß The Poet. Und da lernten wir uns hier in München kennen und seitdem machen wir eigentlich alle Filme zusammen von ihm. Und sein letzter Film war halt ein Horrorfilm und da habe ich gar nicht lange gezögert. Da habe ich gedacht, also toll, endlich mal was so auszuprobieren. In England ist das noch eher möglich, aber hier sind die Chancen für Komponisten sehr, sehr gering. Was ist für dich eine Herausforderung? Also eine Herausforderung ist für mich dann, wenn ich einen Film sehe und ich sehe Bilder, wo ich denke, hier kommst du mit deinem klassischen Wissen nicht schnell weiter. Wenn ich sehe, hier braucht es eine ganz besondere Musik, einen ganz besonderen Klang, weil einfach das Bild mir das vorgibt. In dem Moment ist es für mich eine Herausforderung und das sind meistens natürlich Filme, die besonders sind, die jetzt so aus dem Rahmen fallen, Dramen, also sicherlich keine Komödie oder irgendwie ein ARD oder ZDF Sonntagabendfilm. Also, aber das ist immer die Herausforderung und da wünsche ich mir natürlich auch mehr davon. Du bist ja schon relativ lange im Geschäft. Was hat sich deiner Meinung nach geändert? Es hat sich vieles geändert, leider auch zum Negativen. Es gibt immer mehr Filmkomponisten, es gibt immer mehr Redakteure, die letztendlich entscheiden, wie der Klang und die Musik sein soll. Und was ich ganz schlecht finde, ist, dass die Zeit für alle, auch für Regisseure, die Drehtage, für Schauspieler, die Zeit immer kürzer wird, etwas Ordentliches auf die Beine zu stellen. Das finde ich ganz schlimm. Also wir hatten einfach damals mehr Zeit und man kann einfach. Es gibt einfach ein Zeitlimit, sage ich, und man braucht Zeit, um etwas mal zu entwickeln. Und das finde ich sehr schade. Und es könnte einfach ein bisschen mehr auch im Genre sein. Also das liegt, glaube ich, an den Filmförderungen, wie ich vorher schon sagte. Okay, vielen Dank.